Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Christmasville am Nordpol. Ich denke, wir sind kurz davor, den Weihnachtsmann zu finden. Schauen wir mal. Warten Sie hier, der große VSEFOTON wird gleich erscheinen. Wir warten. Inzwischen sollten wir Elf anrufen und ihn beruhigen. Denk an Elf. Okay, Elf, ich denke an dich. Wo könnte dein Kopf hinkommen? Okay, der kommt schon mal dahin. Warte mal. Hier unten die Füße. Deinen Hut, der muss nach da oben. Warte mal, was haben wir hier? Einen Arm. So, hier ist deine Brust. Hier ist die Hand. Warte, das kommt da. Ach, das war schon richtig da. Ja, sehr schön. Nom, 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 nom. Hier kommt die Mütze hin. Warte mal, das ist die Tür. Nee, die muss dahin, jawohl. Das kommt dahin, das kommt darüber. Teppich da. Ah, ja, warte mal hier. Teppich. Okay, wo steht dieses Ding? Okay, das steht da. Dann haben wir hier das. Das kommt dahin, jawohl. Sehr schön. Wir bitten um Entschuldigung, aber aus Sicherheitsgründen hat der große VSEFOTON alle ausgehenden Anrufe blockiert. Bi, bi, bi. Das gefällt mir aber gar nicht. Man sollte dieser Eisenmühle sofort den Kopf abschrauben. Ruhig, Blut-Yeti, nur nicht so eilig. Du wirst noch Gelegenheit dazu bekommen. Ach, hey, wer bist du denn? Hallo. Guten Tag, sind Sie der Oberburbula? Wir wissen, dass der Weihnachtsmann bei euch ist. Wo ist er? Wir wollen mit ihm sprechen. Na, ich bin erstmal höflich. Burbula. Das ist ein Witz, der uns überall hin verfolgt. In Wirklichkeit heißt meine Rasse anders. Aber das ist ein Geheimnis. Also belassen wir es bei Burbula. Wir wissen, dass der Weihnachtsmann bei euch ist. Wo ist er? Wir müssen mit ihm sprechen. Sie werden bald mit ihm sprechen können. Bleiben Sie ruhig, dem Weihnachtsmann geht es gut. Es ist bald Weihnachten und der Weihnachtsmann ist immer noch verschwunden. Führ uns zum Weihnachtsmann und zwar plötzlich. Gleich, aber zuerst möchte ich mit euch reden. R20 wird euch in eine bequeme Kabine auf dem Schiff bringen. Machen Sie sich keine Sorge. Oh mein Gott, was ist hier los? Bitte folgen Sie mir. Jetzt reicht's. Ich kann nicht mehr warten. Jetzt kriegt er was auf seine Eisenmütze. Und jetzt? Unser guter Yeti hier hat den Roboter kaputt gemacht. Na, schön ist das nicht. Warum hast du das gemacht, Yeti? Verzeih mir, Arthur. Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Ich schäme mich. Vielleicht können wir ihn wieder zusammensetzen. Zuerst müssen wir alle Teile aufsammeln. Sammel die Teile des Roboters. Oh nein, schon wieder sowas. Warum? Warte mal, das könnte hier der Arm sein. Und dann irgendein Teil. Warte mal, das sehe ich. Ein Teil, das aussieht wie eine Schaufel. Okay. Noch ein Arm. Ja, das sehe ich hier. Etwas ziemlich. Warte mal, ist das das hier? Nein. Ist das hier, okay. Etwas ziemlich Rundes brauchen wir. Was ist zur Hölle ist das denn? Ach, das könnte sein Kopf sein, okay. Ist das hier das Runde? Ja. Ja. Das da. Und dann so ein komisches Teil. Viereckig, aber auch nicht wirklich. Viereckig, aber nicht wirklich. Mehr so trapezmäßig. Das hier? Oh, okay. Das da?
Und ein Trichter, okay. Und nun versuchen wir, das Ganze zusammenzubauen. Setze den Roboter wieder zusammen. Platziere jedes Teil an der richtigen Stelle. Gott! Also, warte. Das sind die Füße. Das ist offensichtlich. Das da könnte hier hinpassen. Okay. Was zur Hölle ist das hier? Ja. Ich habe keine Ahnung. Könnte aber hierhin passen. Jawohl. So, dann haben wir. Was ist denn das hier? Wo könnte das? Warte mal, das passt dahin. So, dann haben wir hier irgendwie so eine Art Kolben oder so. Warte mal da. Das ist hier. Grundgütiger, der sieht doch nachher nie wieder so aus wie vorher. Warte mal, das passt hier hin. Okay. Da haben wir die Finger hier unten. Das ist ein einzelner Finger. Okay. Das könnte hier hinpassen. So, warte mal, das hier könnte das da sein. Und das hier, hier. Oh, und ein Gesicht. Naja. Das sah vorher irgendwie anders aus, ne? Naja. Bitten, Tee folgt, Monsieur. Was hat er gesagt? Dass wir ihm folgen sollen? Na, dann los. Okay. Wir haben ihn so einigermaßen wieder zusammengebaut. Magwem, sich, sieh's, bisschen. Der Grophoton, also bald bambt kolt. Bibi. Also irgendwas ist hier faul. Das Ganze gefällt mir nicht. Wie lange wir wohl auf diesen V-S-E-F-O-T-O-N warten müssen? Wir sollten uns so lange umsehen. Sieh dich um. Okay. Engel. Engel, Weihnachtsmann. Thermometer, Weihnachtsbaum, Motor. Okay, warte mal, da haben wir doch das schon mal. Wo hätten wir denn hier, das ist der Motor. Wo hätten wir denn hier einen Engel? Warte mal, Weihnachtsbaum haben wir hier. Tabakpfeife, Hufeisen. Hufeisen hier. Eine Tabakpfeife. Nein, sehe ich gerade nicht. Nicht doch da. Okay, Stern und Drache. Warte mal, Stern. Eben schon gesehen, oder nicht? Nein. Okay, das war es nicht. Engelthermometer. Moment. Thermometer haben wir da. Eine Spirale. Ja. Eine da. Kosmische Spinne. Eine Brille. Warte mal, da ist der Engel. Eine Brille. Was haben wir denn hier für ein Dingen? Messer, Brille, Drache, Stern. Da ist der Drache. Messer, Brille, Stern. Das war es. Ach, hier war der Stern, genau. Brille und Messer. Wo haben wir denn mal eine Brille und ein Messer? Brille, Messer, Brille, Messer, Brille, Messer sind für kleine Kinder nicht. Das ist es nicht. Nein, okay. Hätte ja sein können. Brille und Messer. Hä, das gibt's doch nicht. Ich sehe weder das eine noch das... Ah, hier ist das Messer. Fehlt nur noch die Brille. Das sind Kopfhörer. Ach, hier. Brille. Einen Vorschlaghammer, den habe ich doch schon gesehen. Sehr schön. Und eine Notiz haben wir hier. Okay. Sehr schön. Eine Nachricht vom Weihnachtsmann. Er war in diesem Raum. Wir müssen sie entschlüsseln. Entschlüssele die Nachricht.
Ich hoffe, die wird nicht... Oh Gott, das wird ja mal schlimmer. Warte mal, das könnte bitte möchte heißen. Möchte die... Alter, was ist das für ein Wort? An sich... Möchte die... Das könnte dieses Wort sein, was sie hier immer gesagt haben, aber das kriege ich ja jetzt nicht mehr zusammen, oder? Oh Gott, möchte die Wei... Könnte das irgendwas mit Weihnacht heißen? Warte mal. Ich versuche, machen wir denn... Ne, wir haben gar kein I. Oh, scheiße, ey. An sich... Reißen. An sich reißen. Warte. Die Weltherrschaft. Kann das sein? Warte. Ja. Welt. Herr. SCH. Ja. Er möchte die Weltherrschaft an sich reißen. Aber hier oben das Wort. Das fing doch mit V an, ne? Nee. Photon, irgendwas am Ende. Warte mal. War das nicht so? Photon. Ah, seht ihr mal. Sehr schön. Die wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Na dann. Also das wird immer schlimmer. Wir müssen was unternehmen. Lasst uns von hier verschwinden. Guten Tag. Das ist alles ein großes Missverständnis. Ihr müsst nur warten, dann seht ihr auch bald den Weihnachtsmann. Was wollt ihr auf der Erde? Antworte. Okay, ich antworte. Ganz ruhig, ihr müsst ja nicht gleich nervös werden. Nervosität macht alles nur schlimmer. Warum habt ihr den Roboter zerstört? Ja, na gut, Schwamm drüber. Wir werden ihn reparieren. Lasst mich erzählen. Wir sind eine große alte Nation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, alle Lebewesen im Universum glücklich zu machen. Ich bin der VSEFOTON. Ich wurde zur Erde geschickt, um diese Mission hier durchzuführen. Um unser großes Ziel zu erreichen, haben wir beschlossen, eine der mächtigsten irdischen Marken zu verwenden, den Weihnachtsmann. Wir haben ihn eingeladen, um mit ihm zu sprechen. Aber er dachte gleich, dass wir die Erde erobern wollten. Er irrt sich, glaubt mir. Warum sollten wir dir das glauben? Warum erscheinst du uns nur als Hologramm? Zeig uns dein echtes Gesicht. Ich habe leider kein Gesicht in eurer Welt. Genauer gesagt, ich kann mir jedes beliebige Gesicht aufsetzen. Das spielt für mich keine große Rolle. Wenn ihr wollt, kann ich mein Äußeres ändern. So zum Beispiel. Ja, auch nicht besser. Pass mal auf, du Alfuzzi. Gib uns den Weihnachtsmann zurück. Und zwar sofort. Sonst schlage ich deine Untertasse kurz und klein. Okay. Machen wir es doch so. Ich stelle euch ein Rätsel. Wenn ihr es lösen könnt, kriegt ihr euren Weihnachtsmann zurück. Ich mag Rätsel. Sie sind sehr beruhigend. Okay, dann mach hinne. Wenn ein Ei 4 Minuten lang gekocht wird, wie viele Minuten müssen dann 5 Eier gekocht werden? 4 Minuten? Wir haben die Antwort. Die Frage ist einfach. 5 Eier müssen 4 Minuten gekocht werden. Man braucht nur einen größeren Topf. Richtige Antwort. Gleich werdet ihr also den Weihnachtsmann treffen. Zuerst leite ich aber ein wenig Beruhigungsgas ein, damit ihr nicht so nervös seid. Was? Bist du bescheuert? Ach, du ahnst es nicht.
Wir hängen hier voll in der Untertasse. Er hat Gas reingelassen. Oh mein Gott, ey. Mir wird ganz schwarz vor Augen. Konzentrier dich, Arthur. Benutz die Brille von Elvis, dann kannst du wieder sehen. Wiedersehen. Ja, ja. Konzentriere dich mit Hilfe von Elvis Brille. Finde die Unterschiede zwischen dem linken und dem rechten Bild. Okay, ja. Also, warte mal. Hier, das passt schon mal nicht. Das Glas ist auch nicht da. Das ist auch nicht da. Was haben wir hier? Das ist auch nicht da. Alles klar. So, hier in dem Fenster sehe ich gerade nichts. Flugzeug ist da, dieses Ding ist auch da. Hier ist ein Stern, okay. Das fehlt. Da hängt eine Glühbirne drin. Da haben wir vier Kabel. Das fehlt. Das ist da. Die Karten sind da. Das passt. Das ist nicht da. So, was brauche ich noch? Drei Stück. Okay, da sehe ich 2, 4, 6 Knöpfe. Knöpfe. Kabelsalat. So, hier, das fehlt. Ja, warte mal. Glühbirne, Glühbirne. Kabel, ja. Ah, hier, das fehlt. Hier oben. Das Ding ist da. Flugzeug, okay. Hier in dem Fenster 2 Bäume, blauer Himmel, ja, ja. Das hier hinten. Die Karten sind da. Ich brauche noch eins. Hier in dem Rahmen vielleicht irgendwie? Nein. So, warte mal. Hier Kabellage. Das sieht aber passend aus. Ist hier irgendwas noch an dem Weihnachtsbaum? Baum anders. Nee, oder? Der Stern. Hier vielleicht noch. Nee, ist auch alles da. Globus. Da ist so ein Planetending. Okay. Ich finde das letzte nicht. Warum nicht? Ich wundere mich, dass hier nichts fehlt. Oder die, na, die Karten wäre zu einfach. Aber hier an der Stelle irgendwie, nein. Die Bücher sind da. Das ist da, das ist da. In diesem Teil ist doch auch alles da. Das ist auch so wie da. Das auch. Hm, das ist ja... Ist denn das Letzte, was hier nicht passt? Okay. Da ist ein Stern drauf, Kugeln hängen dran, das Unterteil ist da vom Baum. Die Kabellage passt. Da sind die Knöpfe. Was sagt denn die Zeit? Noch 2 Minuten. Das ist auch da. Da ist ein gelbe Kabel. Oh, komm schon, ey. Also die Rätsel sind teilweise ganz schön schwer geworden. Das muss ich ja mal gerade sagen. Ich finde das doofe letzte Ding nicht, nein. Puh. Der Propeller, ja, ist auch da. Ich finde das nicht. Keine Ahnung. Komm, gib mir mal, wo ist meine Maus da? Hä? Oh, echt jetzt? Das Gekrissele hier? Oh, okay. Oh Mann. Das ist ja wieder peinlich. Das habe ich doch schon mal irgendwo erlebt. Das ist ja peinlich. Hallo, Arthur. Hallo, Jungs. Santa. Du bist ja so geheimnisvoll. Wir sind schon ganz lange auf der Suche nach dir. Weihnachtsmann, da bist du ja. Alles ist so ruhig, so entspannt.
Und diese Musik, ding, 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 so nett. V-S-E-F-O-T-O-N hat wieder sein Beruhigungsgas benutzt, was? So ein Drecksack. Zur Strafe bekommt er kein Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsmann, wie siehst du eigentlich aus? Ups, ach ja. Also, das ist so passiert. Arthur, hilf mir doch bitte wenigstens meine Mütze zu finden. Man muss schließlich sein Image bedienen, sonst sind alle nur verwirrt. Gerne. Finde die Mütze des Weihnachtsmanns. Okay. Also, was brauchen wir? Irgendwas, was aussieht wie eine Vase? Warte mal. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dann irgendwie so eine Art Sonnenzeichen. Oder so. Hier sind überall so Ornamente. Aber das sehe ich jetzt noch nicht. Okay, dann brauchen wir so ein Schraubenschlüssel-Ding. Und irgendwas, was aussieht wie eine Vase. Oder eine Figur. Das da? Okay. Schraubenschlüssel. Das könnte irgendwas, könnte das sein? Ist das das hier? Oh ja, sehr schön. Alter. Was wollt ihr hier von mir, was ich finde? Das ist das. Hier, der Schraubenschlüssel, der muss aber doch nur zu sehen sein. Das Zeichen habe ich schon gesehen. Dann mal den Schraubenschlüssel. Ey, jetzt erkenne ich das hier so gut und hier finde ich es nicht. Warte mal, da ist ein Tannenbaum. Ich suche den Schraubenschlüssel. Das gibt es doch nicht. Was ist das dumme Ding? Und dieses komische Sonnenzeichen-Teil da. Brauche ich auch noch. Ach, hier unten, okay. Da sind ja auch noch Ornamente drin. So, was haben wir da? Zwei Räder irgendwie? Oh, wow, ey. Und den Schraubenschlüssel. Und das Ding hier, was auch immer. Das könnte das sein? Nein, schade. Sieht eher aus wie ein Topf oder so, ne? Diese Räder? Ach, die sind hier oben. Okay, dann haben wir die doch schon mal. Wieso finde ich den Schraubenschlüssel nicht, Leute? Warte mal, das ist der Schneemann. Das ist das hier. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Sag mir bitte jemand, wo der Schraubenschlüssel ist. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das glaubt einem doch keiner. Hä? Also ich finde das irgendwie ganz schön schwer. Sag nie Zeit, noch 2 Minuten. Ich finde den Schraubenschlüssel nicht. Das ist ja Panne. Was könnte denn das hier sein? Irgendwie viereckig rund. Der Mülleimer nicht. Das auch nicht. Nee. Ja, ja, gleich werden mir wieder Punkte abgezogen. Ich weiß, ich weiß. Das Glas? Oh, das Glas. Okay. Aber das hilft mir jetzt hier nicht. Ich brauche immer noch den Schraubenschlüssel. Und dieses runde Teil. Das hier. Ah. So, ja. Wo ist jetzt bitte der doofe Schraubenschlüssel? Das Einzige, was ich sofort hier im Umriss erkannt habe und ich finde es nicht im Bild. Warum nicht? Das glaubt einem doch keiner. Ist doch ein Schraubenschlüssel, natürlich. Hä, sorry. Nee, was? Da! Oh, alter Schwede, ey. So, das ist der Schlauch. Und da ist die Mütze, jawohl. Okay, oh mein Gott. Das war ja aber jetzt echt schwierig hier. So ist es besser. Danke, Arthur. Weihnachtsmann, ich habe so viele Fragen an dich. Erstens, was ist denn mit dem V-S-E-F-O-T-O-N? Will er die Weltherrschaft an sich reißen? Das will er tatsächlich. Und das müssen wir verhindern. Aber wie? Wie will V-S-E-F-O-T-O-N denn die Erde erobern? Die Burbularen sind nicht materiell und können die Menschen deshalb nicht direkt beeinflussen. Nicht materiell?
Genau. Burbularen sind reine Energieansammlungen. Sie bezeichnen sich selbst als Zusammenschluss reiner Ratio. Aus ihrer Sicht ist ihr Ziel durchaus ehrenhaft. Sie glauben, sie können den Menschen Ruhe und Freude bringen, indem sie unsere Welt kontrollieren. Die Burbularen können die Leute allerdings durch Massenmedien beeinflussen, also durch Kino, Fernsehen, Computer. Zu diesem Zweck erfinden sie Produkte, einen Film, eine Zeichentrickserie, auch ein Computerspiel, wie ich herausgefunden habe. Produkte also, in denen es um Dinge geht, die den Menschen sehr am Herzen liegen. Gefühle, die an die Seele gehen. Die Leute spielen dieses Spiel dann und entspannen ihr Gehirn. Und in jedem 25. Bild wird dann ein bestimmter Impuls direkt in ihr Unterbewusstsein gesendet. Das ist ja dämonisch. Absolut. In Wirklichkeit wollen die Burbularen die Menschen in ruhige, aber gefühllose Idioten verwandeln. Das Schlimmste ist, dass die Burbularen mich für die Durchführung ihrer Pläne benutzen wollten. Sie haben mir einen sehr ergreifenden Brief geschrieben, darüber, dass sie den Leuten helfen wollten, an mich zu glauben und den vergangenen Weihnachtsgeist aufleben zu lassen. Wir haben lange darüber geredet und danach Rätselraten gespielt. Wirklich unmöglich. Immer wenn ich ein Rätsel nicht lösen konnte, musste ich ein Kleidungsstück ausziehen. Es war aber auch ziemlich lustig. Plötzlich habe ich begriffen, dass VSEFUTUN eine Verzögerungstaktik anwendet. Rund um dieses UFO liegt ein Kraftfeld, in dem die Zeit langsamer läuft. So schien es mir, als hätte ich nur 2 Stunden hier gesessen und gespielt. Weihnachten haben wir also offensichtlich verpasst. Welch eine Katastrophe. Haha, jawohl, ihr habt es verpasst, vor ein paar Minuten. Entschuldigung, ich wollte mich bloß in euer Gespräch einmischen. VSEFOTON, du bist wirklich ein Widerling. Du hast die Zeit verzögert, aber wozu? Damit ihr und der Weihnachtsmann unseren großen Plan nicht durchkreuzt. So ist es besser für alle, glaubt mir. Es wird keine Kriege mehr geben auf der Erde, nur noch Harmonie. Die Menschen werden in glücklicher Gleichgültigkeit leben. Es wird ihnen alles rotzegal sein. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Meine Mission ist erfüllt. VSEVOTON, das wirst du büßen. Nee, werde ich nicht. Ich habe gesiegt. Sieh das doch ein, Arthur, und bitte benimm dich. Du bist nur mein Spielzeug. Was? 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 Sieh mal, ich kann dir etwas befehlen und du wirst gehorchen. Kein Witz. Ach ja? Ja, Kostprobe gefällig. Sammle 20 Flaschen für mich. Ali hopp hopp. Toll, sammle 20 Flaschen. Das finde ich aber jetzt gemein. Ich muss hier jetzt die Flaschen sammeln, sonst komme ich ja hier nicht weiter. Blöd, Mann, du doofe. So, warte. Ja. So, okay, da ist noch eine. Da ist noch eine. Was brauche ich jetzt noch? Noch 5 Stück, okay. Da haben wir noch eine Flasche. Da ist noch eine Flasche. Warte mal. Noch 3 Flaschen. Die sind ja wieder super. Ja, nehmen wir doch die große hier vielleicht. Noch 3 Flaschen. Also 2. Warte, da ist noch eine. Jetzt noch eine. Ich finde das irgendwie nicht gut, dass ich jetzt hier wirklich dem seine Flaschen sammle. Ganz ehrlich. Da ist sie. VSEFOTON, du? Was denn, Arthur? Entspann dich einfach und genieße. Den Rest übernehmen wir. Zum Beispiel lässt es sich sehr gut entspannen, wenn man Unterschiede sucht. Finde 10 Unterschiede, Arthur. Gott, der Typ hasst mich doch, nichts zu machen. Finde 10 Unterschiede. Alter, der Typ hasst mich. Das finde ich nicht gut. Das ist total unfair. Ich komme doch sonst hier nicht aus dem Spiel raus. So. Na gut. Dann wollen wir hier mal machen, was der holde Herr sagt. So.
Das passt nicht. Das Geschenk ist auch nicht da. Was noch? Noch zwei. Ah ja, warte, das Ganze hier. Okay. Hier, der Stern ist da. Da ist eine Glühbirne drauf. 1, 2, 3 Schleife. Faxgerät. Dieses Ding ist da. Feuerlöscher ist da. Meldung. Dieses Zeichen ist da. Hier oben, das scheint auch in Ordnung. So, was haben wir denn? Hier ist ein Gewehr. Geschenke, Weihnachtsmann, da ist ein Engel. Oh, bitte. Jetzt lass mich nicht an dem scheiß letzten Ding wieder scheitern hier. 1, 2, 3. Oh Gott, ey. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, dem seine doofen Spielchen hier zu machen. Der freut sich doch ein Loch in den Ast, dass ich das dann doch gemacht habe. Und entspannt ist es gerade, weiß Gott nicht. Es ist eher nervenaufreibend. Ich wieder den letzten Unterschied nicht finde. Also nochmal, das ist da. Der Engel ist da. 1, 2, 3 Geschenke sind auch da. Faxgerät ist auch da. Hier ist ein Schlauch mit Weihnachtsmann. Hier ist die komische Pistole. Blauer Schlauch. Motor mit 3 runden Dingern. Warte, hier passt was nicht. Ah, okay. Wieder der Schraubenschlüssel. Mann, Mann, Mann. Na schön, jetzt muss ich aber weg. Alles Gute. Ach übrigens, ihr könnt die Untertasse ruhig hier lassen. In 3 Minuten ist sie sowieso nicht mehr da. Wie geht das? Einfach so. Es wird sein, als wäre sie nie da gewesen. Ich würde euch empfehlen, auszusteigen, sonst seid ihr gleich auch weg. Die Zeit läuft. Was? Seid ihr bescheuert? Ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, ganz ehrlich. Der Weihnachtsmann wurde von Außerirdischen entführt und wir müssen jetzt sehen, dass wir wahrscheinlich hier irgendwie schnell aus dem Raumschiff rauskommen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.